Moin Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch in Fortnite, wo auch eigentlich sonst, eine richtig, richtig kranke Secret, die viele von euch ja höchstwahrscheinlich noch nicht kennen. Immer wenn ich da hingehe, ist die halt einfach mal ungelootet. Also diese Secret ist auf jeden Fall OP. Wenn du Equipment brauchst, dann geh zu dieser Secret und hol dir den Stuff, den du brauchst. Wenn ihr Lust darauf habt, dann zeige ich euch bald auch noch weitere Secrets hier in Fortnite. Es gibt wirklich noch so viele coole Secrets, die viele einfach noch nicht kennen. Immer wenn ich da hingehe, sind die ungelootet. Also wirklich selten sind die mal gelootet. Ja, ist auf jeden Fall ein verdammt großer Vorteil. Also wie gesagt, Freunde, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein, wenn ihr das sehen wollt, und teilt dieses Video unbedingt euren Freunden, dann wissen die auch direkt, wo sich dieses Secret befindet, und wenn ihr dann vielleicht beim nächsten Mal zusammenspielt, dann habt ihr vielleicht auch einen kleinen Vorteil gegenüber anderen. Ja, das wäre es jetzt erstmal. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video und wir sehen uns jetzt einfach gleich nach dem Intro. Bis gleich. So, Freunde, ich gehe jetzt erstmal direkt zu Anarchie, hol mir hier in dieser Scheune direkt die erste Kiste. Ich weiß auch übrigens jetzt, weil ich halt auch so oft einfach sterbe, mittlerweile, wo sich die ganzen Kisten befinden und welche Kisten manchmal nur spawnen und welche Kisten halt immer spawnen. Wir haben eigentlich richtig guten Stuff jetzt zu Beginn. Also, das ist schon mal sehr, sehr gut. Normalerweise kriege ich, wenn ich hier zu Anarchie gehe, immer nur ein Sturmgewehr. Und das ist im Nahkampf halt einfach nicht so geil, wie jetzt halt hier diese Waffe, die ich habe. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal zum Haus und versuchen da einfach noch ein bisschen Stuff zu finden. Vielleicht ist da ja auch ein Gegner. Aber ich sehe hier halt einfach keinen, ne? Das ist echt krass, dass ich hier der Einzige bin. Oh doch, der ist hier, oder? Ich habe einen gehört. Okay. Der ist oben, Freunde, der ist oben. Ach, der ist da oben, Freunde. Und da haben wir ihn da. Und was war denn das von ihm? Was war denn das von ihm? Hä? Das habe ich jetzt so nicht gecheckt. Hä? Hä? Okay. Fragen wir einfach nicht, Freunde. Also, der hatte irgendwie... Also, der war einfach... Sorry, Freunde. Also, jetzt sorry auch an dich, aber... Das war jetzt irgendwie ein krasser Fail von dir, what the fuck? Also ich habe den halt erst überhaupt nicht gesehen. Erst dann, wo er sich dachte, jo, ich greife jetzt einfach mal an und die Waffe gezückt hat und sich bewegt hat, da habe ich genau gewusst, wo er direkt war. Aber wie er dann auch gekämpft hat, also ich glaube, ich weiß gar nicht, der hatte halt auch nicht so geilen Stuff, ne? Das ist richtig, richtig traurig, also richtig schade jetzt vor allem, weil ich hätte mir schon ganz gerne geilen Stuff von ihm gewünscht. Das wäre schon erwünschenswert gewesen. Wenn er da mal eine Scar oder so gehabt hätte, dann wäre ich aber wahrscheinlich auch tot gewesen. Wobei, im Nahkampf ist eine Scar jetzt auch nicht unbedingt besser als jetzt hier so eine Tactical oder so. Aber gut, Freunde, was erzähle ich euch das? Ich meine, ihr seid hier größtenteils sowieso besser als ich. Wobei ich mich eigentlich schon echt gesteigert habe. Und da hinten ist einer. Wisst ihr, was ich mache? Wir schießen jetzt einfach mal geil. Er sieht mich auch gar nicht. Oder sie. Oder er. Oder es. Wer weiß. Vielleicht ist es ja auch... Das dritte Geschlecht, wer weiß, Freunde, nein. Okay, ich push einfach mal, haben wir Holz? Ja, wir haben ein bisschen Holz, komm. Wir pushen jetzt einfach mal drauf. Das machen wir jetzt mal ganz entspannt. Und da ist sie oder es oder er auch tot, Freunde. Also, ich weiß nicht, was ist denn mit euch los? Ich verstehe es nicht. Aber es ist okay, ich brauche ja auch Kills, Freunde. Ich brauche ja auch ein paar Kills. Ich muss ja euch auch so ein bisschen unterhalten. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal zu Tomato Town. Das ist aber schon mal ganz gut zum Anfang. Zwei Kills. Da geht aber noch ein bisschen mehr. Na, da geht noch ein bisschen mehr. Ich brauche ja meine Scar, weil ohne eine Scar bin ich halt einfach schlecht. Muss ich halt einfach sagen. Wie gesagt, also falls ihr auch vielleicht mal geile Routen sehen wollt von mir, wenn ich euch einfach mal Routen zeigen soll, dann lasst es mich gerne auch wissen, dann mache ich das gerne. Und da hinten ist ein Loot Drop. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, der wurde... Ich glaube, da ist wer. Ja, jetzt mal auf Deutsch gesagt, da ist wer. Ich werde jetzt absichtlich nicht die ganzen Kisten hier auf dieser Route mitnehmen. Ich weiß, dass da oben noch ein, zwei Kisten sind. Also nicht immer spawnen da halt wirklich zwei Kisten. Es kann auch sein, dass da keine Kiste spawnt. Aber ich hatte es bisher noch nie, ehrlich gesagt, dass da nichts gespawnt ist. Und wenn, dann wäre das das erste Mal. Jo, okay, alles klar. Ist in Ordnung. Aber hier unten ist ja was. Aber das brauche ich nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal das, was ich schon habe. Und da hat sich auf jeden Fall wer gebaut. Also da ist, wie gesagt, wer.
Spätestens bei Tomato Town werden wir da welche finden. Und es kann vielleicht auch sein, also ich glaub's nicht, aber es könnte... Alles klar, okay. Von wo kam die? Von hinten, oder? Ah, da hinten ist er. Okay, das ist... Ist das ein schwarzer Ritter? Ich weiß nicht, ob das ein schwarzer Ritter war. Weil da habe ich immer ein bisschen Respekt vor denen. Weil die sind ja auch... Das ist ja auch nicht ohne Grund so, ne? Die spielen ja halt auch nicht wirklich schlecht teilweise. So, aber den müssen wir uns jetzt... Okay, er schießt auf mich. Oder sind da noch andere? Ich glaube, da sind halt echt noch andere. Ich werde erstmal ganz kurz hier ein bisschen Holz abbauen, Freunde. Weil ich brauche ein bisschen Material. Gleich. Und ich will das Ding halt auch möglichst gut gestalten für euch. Okay, ich habe jetzt keinen Bock zu warten. Nö, Freunde, wir gehen jetzt einfach zu Tomato Town. Ich habe gar keinen Bock auf den. Warum sollte ich? Freunde, wir gehen dann einfach zum Schluss. Wenn er soweit kommt. Ja, ich weiß nicht, wo der hingelaufen ist. Alles klar, mein Freund. Ich sag ja, er spielt nicht schlecht. Ich hab's euch gesagt. Und so ist es auch letztendlich. Er spielt nicht schlecht. Jetzt bin ich nur gespannt, ob er direkt kommt. Der chillt auch nicht seine Base, oder? Der kann... Alter, wer schießt denn da direkt? Okay, alles klar. Es geht gut zur Sache, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal direkt zum Secret. Ich brauche das Loot. Es kann aber sein, weil ihr merkt schon, der ist jetzt nicht wirklich schlecht, dass er vielleicht die Secret schon kennt. Also das ist halt bei schwarzen Rittern leider oft so, dass die halt dieses Secret schon kennen. Also dieses Secret ist jetzt nicht krass. Es gibt noch viel, viel krassere Secrets, die ich euch zeigen kann. Die man sicherlich auch noch nicht kennt, weil die einfach extrem... am Arsch der Welt sind. Ja, und so ist es auch, ich wusste es. Also, oh, hier ist wer. Okay, von wo aber? Ist der über mir? WTF, Freunde! What the fuck? Dann steht er einfach mal da um die Ecke da. Was? Der hat mich nie einmal getroffen. Ich stand genau vor ihm. Also sorry, Freunde, aber der hat kein Zielwasser getrunken. Der hat definitiv kein Zielwasser getrunken. War das ein schwarzer Ritter? Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ehrlich gesagt, ist ja auch egal. Wir haben den gekillt. Aber der hat mich ein bisschen erschreckt, Freunde. Das war, der hat mich nicht getroffen. Ich komme nicht drauf klar. Aber wo ist denn der andere? Den will ich... Oder war das der? War das der? Nee, oder? Ich möchte ihn ganz gerne schon killen, den anderen. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass nur diese schwarzen Rittern diesen Loot kennen. Also, keine Ahnung, vielleicht kennt ihr die ja. Alles klar. Irgendwer will mich wieder wegschießen. Von wo aber? Ah, da ist er. Okay, wir pushen jetzt einfach drauf. Und Headshot, mein Freund. Meine Güte, Freunde, da muss ich nur einmal auf den Kopf ziehen. Wenn ich jetzt sterbe, weil der andere abstaubt, dann habe ich keinen Bock mehr. Freunde, dann habe ich einfach keinen Bock mehr. Dann rage ich direkt. Alter, WTF. Ich weiß halt auch nicht, wo der andere ist. Aber ist in Ordnung. So, war jetzt hier noch irgendwer? Ah, da ist wer, okay. Okay, okay. Alles klar, weißt du Bescheid? Gut. Gut zu wissen. Da sind halt auch noch welche, ne? Das gibt's doch nicht. Also wir sind jetzt halt, wir sind halt ziemlich gut in der Zone, keine Frage. Freunde, ich würde sagen, wir chillen jetzt erstmal ein bisschen, weil wir müssen auch ein bisschen uns zurückziehen, ja? Wir haben jetzt gute Arbeit geleistet, warte mal. Als ob, Freunde, was war denn das jetzt? Also das war jetzt schlecht. Also... Nö, Freunde, ich werde den jetzt einfach mal weghauen. Keine Sorge, Freunde. Den werde ich jetzt so geben. Jo, der hat eine Scar. Und der ist direkt über mir. Willst du mich ver... Das war noch ein anderer! Das war noch ein anderer, Freunde!
Alles klar, wie viele waren da bitte? Da waren ja einfach mal zwei, drei Leute am Start. WTF? Okay, ist in Ordnung. Das ist halt immer das Problem. Deswegen habe ich auch erst gesagt, dass ich ein bisschen chillen will. Aber da kannst du nichts machen. Oder war das der? Der hat auch eine Scar. Ich weiß halt nicht, ob das der war. Oder ich meine, da war halt noch wer. Ja, Freunde, das war es jetzt aber auch erstmal mit diesem Video. Ich meine, dafür, dass es meine erste Runde heute war, dass ich 4 Kills gemacht habe und dass ich euch gleich auch noch die Sequel zeigen konnte, hätte ich nicht gedacht, dass die offen war. Letztendlich war halt ein bisschen doof gelaufen. Kann man halt nichts machen. Bedeutet aber nicht gleich, Freunde, dass die jeder kennt. Ich hoffe, dass ich da einigen von euch trotzdem damit weiterhelfen konnte und dass einige vielleicht von euch die ja nicht kannten. Wer weiß, Freunde, schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Ansonsten lasst einfach auch noch eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns einfach wieder im nächsten Video. Haut rein.